jetzt bitte zum Waffenhändler gehen, wenn er schon nach innen verlangt. Mein Lord. Könnte ich. Wann kommt der Meshhändler? Bist du wichtig hier auf dem Schiff? Könnt uns bitte das tun, was ich sage? Entschuldigung, kommen Sie doch nochmal zurück. Bitte nicht gewalttätig sind werden. Sind hier immer alle Toiletten besetzt? Und die, die nicht besetzt sind, sind verstopft. Wer kümmert sich denn? Ich bin doch nur der Laufbursche. Ich soll doch nur Nachrichten überbringen. Ja, für Laufbursche bist du ganz schön frech. Ja, wir hatten einige Sachen. Weißt du, Laufbursche sind schnell ersetzbar. Und die Toiletten hat es. Ja, aber ich werde auch verprügelt, wenn ich nicht sie zum Waffenhändler bringe. Also, was habe ich für eine Wahl? War der Laufbursche schon wieder frech? Die müssen ja mit Wagen. Ja. Oder was habe ich da gerade aufgeschnappt? Dann werde ich mich wohl mal um mich kümmern. Also, los, kümmern Sie sich erstmal um Ihren Auftrag. Mein Schüler, komm. Ja, mein Auftrag ist, ihn nach unten zum Waffenhändler zu bringen. Aber er möchte nicht runter. Er möchte nicht. Er geht doch gerade freiwillig nach unten. Also, gehen Sie weg. Entschuldigung. Interessant, interessant. Warum schmeißen Sie ein Laserschwert nach mir? Was stellst du dich in mein Wurf nen? Warum werfen Sie überhaupt hier unten mit Waffen rum? Wo ist eine Waffe? Ich sehe keine Waffe. Nein, mein Bein hat nur fast das gespürt. Ich habe auch eine. Ruhe, Laufbursche. Aber ist egal. Der Frucht überhaupt am Leben. Bäh, meine Rüstung ist versaut. Aber Waffen bitte wegstecken, der Captain sieht das nicht sehr gerne. Ich habe nach Ihnen gerufen. Ich habe die Waffen vorbereitet. Bitte inspizieren Sie die Ware. Mir sagten aber, Sie sollen sich zeitlose zum Veredler. Das ist die beste Ware, die ich abgeliefert habe. Herr Waffenhändler, haben Sie einen Frosch im Hals? Sie hören sich anders als sonst. Ja. Ja. Exzellente Arbeit. Wie immer. Ich habe nur exzellente Arbeit. Captain Phasma, haben wir unser Bauplan wieder, oder? Der Bauplan ist noch in meinem Besitz. Aber er ist leider ein bisschen beschädigt worden beim Arbeiten. Ist er noch lesbar? Ist ein wenig Öl drauf gelaufen. Schwer lesbar, nur schwer lesbar. Okay. Exzellente Arbeit. Danke für Ihre Dienste. Werden Sie uns bald wieder. Wir werden noch ein bisschen brauchen für den Abtransport. Also Schrank schön auflassen. Alles klar. Mein Schüler, du hast was zum T-Fighter zu mir gesagt? Ja, vorhin stand noch auf dem Schild irgendwas mit 200 Ragnar Points, aber jetzt steht da das T-Fighter bei dem Captain. T-Fighter beim Captain. Vielleicht kriegen wir den Captain. Darf Sie das, wenn Sie mich entschuldigen würden? Vielleicht kriegen wir den Captain dazu, ne, beim Boxkampf zu setzen. Bist du dir sicher, dass das Training gereicht hat? Was? Ja, Meister. Kann ich mal eine von den veredelten Waffen haben? Natürlich, mein Lord, ich leg's dir in den Tisch. Oui. Aber sie haben nicht alle dieselbe Qualität, mein. Kommen Sie mal aus dem Schießstand. Was ist hier los? Der Schießstand funktioniert nicht. Warum zeigt die Puppe keine Werte an?
Entschuldigen Sie bitte. Die ist defekt. Die Elektronen. Ist leider defekt. Und jetzt ist die ganze restliche Puppe auch defekt. Das werden Sie aber ersetzen müssen. Das ist aber nicht nett. Sie funktionierte nicht. Also warum soll ich was Defektes reparieren, bezahlen? Das ist jetzt komplett im iOS. Davor war es ja wenigstens noch Deko. Kaputt die Deko. Lass ich ihn mal durchgehen. Aber ist okay. Will man jetzt irgendwo den Schießstand ausprobieren? wir sind auch noch am T-Fighter interessiert und Mech-Händler haben wir auch noch nicht gefunden. Der Mech-Händler ist noch nicht da, der ist noch auf der Krankenstation, so wie ich gehört habe. Was ist denn dem passiert? Soweit ich weiß, hat er sich irgendwie den Arm eingeklemmt oder sowas. Ich habe auch nicht genau so Informationen, ich weiß nur, dass er... Wo klemmt man sich hier den Arm ein? Das wissen Sie mich nicht fragen. Ich bin nicht der Vollidiot. Sowas passiert mir nicht. Dann den T-Fighter. Also, das war aber schon ein bisschen mehr als nur Arm eingeklemmt, ne? Das Cockpit ging zu und da lag der Arm dann davor, ne? Hat er etwa ein Schachspiel gegen Wookie verloren? Das nee, der hat an den Mechs gearbeitet. Mit den Wookies? Ja, nee, ohne die. Die können ja nicht. Die sind nicht so gut als Mechaniker. Oh, oh! Da kennt jemand Chewbacca nicht. Es gibt halt Ausnahmen. Mann. Ja, wir wären am T-Fighter noch interessiert, der oben steht. Achtung, Achtung, wir haben zurzeit einen Sandsturm. Achtung, entschuldigen Achtung. Sie mich, ich muss kurz auf die Brücke. Herr Captain! Captain, ich kümmere mich drum. Machen Sie Ihr... Spaßge. Achtung, bitte bleiben Sie unten. Beim Sandsturm ist es gefährlich. Auf dem Oberdeck. Unter Deck ist es sicherer. Captain Phasma? Ja, nicht so im Befehlston, ja? Jawohl, mein Lord. Ja, mein Lord. Gehen Sie mir einen Drink holen. Ein Drink für den dunklen Dorf. Wo ist der Barkeeper? Ich hole ihn. Barkeeper, wo sind Sie denn? Komm gleich, bin gleich da. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gehört haben, aber er kommt, klar. Captain? Ja? Wie sieht's aus mit dem T-Fighter? Ich würde sagen, dadurch, dass wir noch eine Runde offen haben im Boxring, könnten wir ihn... vielleicht den T-Fighter als Einsatz setzen. Dieses Mal. Und wenn wir verlieren? Ja, ich würde sagen 200 Ragnar-Taler. Haben Sie mehrere T-Fighter? Nein, wir haben nur den einen. Wir konnten nur diesen einen bergen und reparieren. Yeah. Mein Schüler gewinnt gerne... oder Sie gewinnen? Naja, wenn ich gewinne, bekomme ich 200 Ragnar-Taler. Wenn Sie gewinnen, bekommen Sie einen T-Fighter. Ich denke, das ist ein faires Geschäft. Natürlich mit Treibstoff und Munition. Und Waffen natürlich bestückt. Okay. Okay, Sie gegen meinen Schüler. Ah, das ist klar. Schüler wärmt sich auf. Würden Sie dem Koch noch die 200 Ragnar-Taler geben als Eintritt? Wo ist Captain Phasma? Ich sitze hier, mein Lord. Ich warte auf den Boxkampf. Haben Sie die 200 Coins? Ich habe welche geholt für den Captain. Nicht ganz, mein Lord. Ich habe nur noch meine private Reserve.
von 50 Coins. Haben wir hier überhaupt Coins hier leer? Kommen Sie kurz mit, machen Sie es hier vorne. Legen Sie es hier in die Schale. Hier jetzt, oder legen Sie es da in die Schale. Ja, genau. Keine Waffen. Also Waffen sind ja nicht erlaubt, ja? Hast du dich aufgewärmt? Ja, Meister. Gut, dann enttäusch mich nicht. Wir brauchen ein Startsignal. Drei. Wenn der Rauch sich verzieht. Eins. Go! Was war das denn jetzt? Captain, er flüchtet, Captain. Nicht aus dem Ring rennen. Drin bleiben. Wieder in den Ring rein. Kommen Sie außen rum, schnell wieder rein. So, und da geht's weiter. Captain. Der auf die harte Tour. Captain, aber wer wird wohl gewinnen? Yeah. Geht's Ihnen gut? Ich glaube, wir können mal wieder auf Captain. Der sieht mich weg. Nein, nicht Standbild! Bringen Sie ihm etwas zum Nach, zum Aufwachen. Ich hole. Warte, ich habe ein. Geht's Ihnen gut? Brauchen Sie Verpflegung? Geh weg, du bist eine Enttäuschung. Waffen, hallo! Bleib! Waffen! Nicht hier aufgehen, nein! Hier geblieben! Es ist gefährlich! Bleiben Sie unten! Wie gesagt, wir haben immer noch einen Sandsturm. Also nicht überdecken zurzeit. Das ist gefährlich. Das sieht ihr es. Wie wär's mit einem kleinen Deal? Doppelt oder nichts gegen Sie? Wir wollen wieder verlieren? Wer weiß. Also den Schüler habe ich schon besiegt. Mein Schüler also, ist auch noch in der Ausbildung. Haben Sie da gerade wirklich Steroide geschluckt? Also das geht ja mal gar nicht. Ich habe was gegen den Hunger getan. Was sagen Sie alle? Also ich als Koch würde doch sagen, das war eindeutig nur ein wenig Wasser. Ach, sind Sie sich da sicher? Ja, ich bin Also ich glaube, wir sollten jetzt hier definitiv eine Blutuntersuchung vornehmen. Wasserglas, das ist schon kein Problem. Lassen Sie diesen Herrn. Er ist ein harter, aber ein fairer Kämpfer. Nun denn. Ich hoffe, ich bekomme mein Wasserglas gefüllt wieder. 2, 1, go! Captain, yeah! Hat das mein Schüler gesehen? Ja, Mann. Wo ist mein Schüler? Ja, der ist ein Sinn. So. So musst du das machen. Siehst du, dein Gegner nur an der richtigen Stelle treffen. Das war ein schnelles K.O. Haben sie wie auf jeden beim Fall letzten Mal. Ziemlich nachgelangt. Wie beim letzten Mal. Bei so einer Enttäuschung des Schülers war meine Wut sehr überragend. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen. Also bekomme ich jetzt zwei T-Fighter. Ein T-Fighter. Doppelt oder nichts? Ja, der Einsatz.
war vorher IT-Fighter. Wir haben nur eine. Also 400 Ragnar-Taler also zurück. Nein. Nein, nein. Sie bekommen den T-Fighter. Sie müssen nur nichts bezahlen für den Kampf. Richtig. Also wir haben 200 von ihrem Schüler gewonnen. Schüler, geh mal auf die Seite. Dann haben sie jetzt den Firefighter gewonnen. Brauchen Sie Ihren Laufburschen noch? Ja, das ist ein Bursche, ich brauche den noch. Der wird noch benötigt. Ich wusste nicht, dass Laufburschen Geschäfte machen. Ich eigentlich auch noch nicht, aber er ist ein sehr interessanter Mann. Ich könnte Sie von dieser Plage beseitigen. Na, bitte stecken Sie diese Waffe weg. Da kümmere ich mich nachher drum. Mein Schüler, du nimmst deine Niederlage sehr gelassen hin. Was soll das? Wow, ich will deine Hammer. Ich will deine Hammer. Hey, da raus. Da ich will den Hammer. Hier raus, auf den Gemächern. Gib mir den Hammer. Tut mir leid, das ist eine persönlich angefertigte Waffe. Ja, ein bisschen weiter aus, Männer. Kann sich jetzt keiner mehr bewegen. Waffe und. Gereizter Schüler gegen impulsante Wache. Ich meine kleine Wache. Ich muss mal aus dem Ektor raus. Oh, welch. Aber wenn Sie, das seht ihr es. Wenn Sie noch weiteres besprechen würden mit dem T-Bird, den T-Fighter, würde ich gerne mit Ihnen natürlich oben in meiner Kajüte darüber reden. Er ist dieser gut angezogene Herr da hinten. Das ist einer meiner Spezialeinheiten. Interessante Rüstung. Ja, das ist etwas Besonderes. Bekommen auch nur ganz wenige meiner besten Leute. Verkaufen Sie solche Rüstungen? Die sind nicht zu verkaufen, das sind Einzelstücke. Die werden auf die Person einzeln angefertigt. Und das dauert mehrere Wochen und Monate. Würden Sie mich dann bitte begleiten würden? Mein Schüler, da oben sind Toiletten. Du kannst doch nicht einfach hier in den Gang machen. Also entschuldigen Sie mal, jetzt müssen wir hier das Reinigungsteam wieder durch, ja? Also das kostet jetzt mal extra, was Sie hier auf den Boden machen. Sie haben ja doch vorhin erst erzählt, dass die Toiletten alle defekt sind, also kommen Sie mir jetzt nicht damit. Ja, trotzdem, dann hält man das ein. Das kann man doch hier nicht einfach auf den Boden machen. Dann sorgen Sie dafür, dass die Toiletten funktionieren. Bleibt immer an der Türschwelle hängen. Ja, die sind Hallo? Ein bisschen schlecht gebaut geworden. Entschuldigung, Sie. Bitte setzen Sie sich. Haben Sie nach dem Mechhändler gesucht? Oh. Ja, haben wir. Dann stehe ich jetzt zur Verfügung. Das seht ihr, jetzt möchten Sie noch nicht drüber reden, oder wie? Ich warte dort hinten am Strand. Captain Fassmann müsste mal kurz raus. Captain Fassmann? Das benötigen wir vom Mesh-Händler. Wie sieht's jetzt aus mit doppelt oder nix? Darf sie dir's? Anscheinend werden sie unten nochmal benötigt. Ich muss noch mal ein kleines Geschäft erledigen. Ich werde sofort nachschauen.
Hat er jetzt Unne gemeint oder hier? Können die dies beschaffen? Och, davon haben wir noch genug im Lager. Einen Moment. Warten Sie bitte einen Moment. Ihre Rüstung ist beeindruckend. Dankeschön. Welche Vorzüge hat diese Rüstung? Sie gibt mehrere erhöhte Ausdauer. Und starke Robustheit. Starke Robustheit? Starke Robustheit? Jawohl. Darf ich das austesten? Ich sag mal so, ich habe meinen rechten Arm verloren und ich möchte ihn... Ach so, Sie wollen es so testen. Für mich haben Sie zwei Arme. Das andere ist ein Roboterarm, das sieht man unter der Rüstung nicht. Haben Sie die Sachen geholt? Ja, waren aber leider nur noch leicht verbessert zu finden. Er hat gequickt wie ein Schwein bei der Arbeit! Bist du mal leise? Ihr wird gerade verhandelt. Wer redet hier? Das ist der Waffenhändler. Wir sind hier gerade genau drüber und die Lüftungsschächte. Hier hört man alles auf diesem Schiff. Wirklich alles. Und wo ist der Plasma-Kern? Fehlt da etwa ein Teil? Ja, es fehlt der Plasma-Kern. Der ist in einem der anderen Teile integriert. Der wird nicht mehr benötigt. Das ist eine neue Generation Ersatzteile. Und dann interessiere ich mich noch für eine Flammenwerfer-Erweiterung für einen Mech-Druiden. Eine Flammenwerfer-Erweiterung? Wurden damit angegriffen. Wissen also, dass es möglich ist. Ich werde sofort im Lager nachgucken. Kannst du vielleicht nach einem Flammenwerfer gucken? Wie sie alle so komische Akzent haben. Legal sind sie auch nicht, ne? Das ist mir egal, ich will nur mein Geld machen. Ja gut, ich schau mal nach. Tiere sind also nicht auf aggressiv. Ich hab hier gerade einen Schuss gehört. Hat irgendwer geschossen? Wow, ich habe keinen Schuss leider gesehen. Alle schon weg. Es sind leider alle schon weg. Alle? Ja, wir hatten doch letztens den Großkunden. Du erinnerst dich? Ach, das habe ich ja von diesem Typen auf Dentwin verkauft. Wir haben leider nur die Teile. Reparieren Sie dieses Loch. Zügig. Aber du könntest... Und was möchten Sie für diese Teile? Für diese Teile möchte ich 150, sagen wir. 150 wird die zwei, die nur leicht verbessert sind, wie... Ich kann auch eine kleine Freundschaftspreis machen. 110. Das ist mein letztes Angebot. Machen Sie Ihren Laden auch dicht? Darüber möchte ich nicht reden. Müssen Sie nicht alles loswerden, was Sie haben? Eigentlich nicht, nein. Ich habe noch viele Sachen auf Reserve. Ist der Händler, der nicht vom Schiff muss? Die Teile sind aber noch beschmutzt. Noch nicht mal geputzt. Beschmutzt? Ja, ein, zwei Blutflecken dran, da muss man halt mit dran rechnen, ne? Also ganz neu ist hier nichts mehr.
Rüstungen waren neu, noch mit Folie verpackt. Die waren nur gut poliert. Ja, haben sie denn Garantie noch drauf? Genau, gäb's auf die Mächtheile Garantie. Garantie. 2 Jahre, jawohl. Dann brauche ich von Ihnen irgendwie eine Kontaktmöglichkeit. Kontaktmöglichkeit? Ja, wenn irgendwas könnte mit dem Artikel ist und ich habe 2 Jahre Garantiezeit, dann brauche ich irgendwie Kontaktmöglichkeiten. Sie finden mich ja eigentlich hier auf diesem Schiff. Ja, alle Händler gehen vom Schiff runter. Wer sagt mir, dass ich Sie das nächste Mal hier finde? Er hat schon für die nächsten 1,5 Jahre im Voraus bezahlt. Ich glaube, 1,5 sind nicht 2. Ja, wo der danach ist, weiß der doch selber noch nicht. Also geht genau einen Tag nach den 1,5 Jahren das ganze Zeug kaputt. Wir sind hier nicht bei Samsung, ja? Also alles okay. Pö, Apple bringt immer 5-Jahrespläne raus, also bitte. Da kriegen sie aber auch die haltbareren Sachen bei, ja? Nee, die nur scheiße daher sind, obwohl nur ein halber Apfel hinne drauf ist. Gut, wir kommen ins Geschäft. Liegt am Tisch. Herr Schändler. Jawohl. Wollen Sie die Zahlung nicht? Wir können sie auch wieder mitnehmen. Nein, ich möchte mein Geld. Ja. Wenig nach rechts drehen. Wundervoll. Dankeschön. Entschuldigung, ich musste ein bisschen nachdenken. Wo Sie in 2 Jahre sind? Oder doch ein 5-Jahres-Plan? Na, mal gucken. Gut. Jetzt hören Sie doch hier mal mit den philosophischen Gesprächen auf. Vielleicht sind wir morgen auch schon alle tot. Oder in einer halben Stunde. Der gedroht? Nein, das war lediglich eine Feststellung, dass es sein könnte. Ich muss ja zum Captain. Öffnen Sie mir die Türen? Ja, ich bringe sie. Guten Tag. So, doppel oder nix? War Ihr letztes Wort. Ja, wir bekommen den TIE Fighter. Hoppla. Munition und natürlich Treibstoff. Die Coins? Die werde ich Ihnen natürlich auch noch geben. Und wo ist das Doppelte? Ja, wir hatten ja gesagt, doppelt oder nix. Der Einsatz war ja 200 Coins für den ersten Kampf, den ihr Spieler ja verloren hat. Darauf, der nächste Kampf, nochmal 200 Coins, sprich 400 Coins insgesamt. So, dadurch, dass wir den ersten Kampf ja verloren haben, sind das dann nur 200 Coins und der TIE Fighter. Ich fühle mich heute durchgezogen. Warum? Sie haben doch einen TIE Fighter gewonnen. Ich meine, der ist nun mal eigentlich weitaus mehr wert. Wie fliegt man das Teil? Das würde ich Ihnen gerne noch zeigen. Ich lege Ihnen dann natürlich auch die Währung natürlich dann noch rein. Kommen Sie mit nach vorne. Schüler, du bist zu breit. Ich denke, die Tür klemmt einfach nur. Kann man die Tür nicht öffnen? Ah, diese verdammte Elektronik! Wow. Was war jetzt? Captain, haben Sie die Ersatzrüstung dabei? Die Rüstung, die wir gekauft haben? Wow, alles kaputt. Wer war denn das? Das wissen wir nicht. Werden Sie hier angegriffen?
Mein Lord, Ersatzrüstung. Das wissen wir noch nicht. Ich werde kurz nachher. Nehmen Sie, ich würde gerade erstmal falsch machen, bitte. Zurück.